Hallöchen und willkommen zurück bei Animal Crossing Wild World. Das letzte Mal waren wir ja ein bisschen für Tom Nook beschäftigt, da tragen wir auch noch das Arbeitsshirt von ihm, weil wir immer noch nicht fertig waren. Weil sich der Anfang von Nintendo-Spielen immer so ein bisschen zieht. Deswegen waren wir selbst nach 26 Minuten, die Folge irgendwie gedauert hat, immer noch nicht recht fertig. Aber nun denn, wir sind dann, denke ich, bereit aufzustehen. Vorbereitung, schalte das System nicht aus und entferne nicht die DS-Karte. Das kann ich natürlich machen, also nicht machen in dem Falle. Das ist nämlich gar kein Problem, weil hier ist gar keine DS-Karte vorherrschend. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Vorbereitung abgeschlossen. Viel Spaß in Azalea. Vielen Dank, liebes Spiel. Den werde ich sicherlich haben. Ja, ich habe ja das letzte Mal erwähnt, dass ich irgendwie es nicht hingekriegt habe, eine Blume aufzusammeln, weil ich irgendwie eine ganz andere Taste gewohnt war. Ich wusste überhaupt nicht mehr, dass das die B-Taste war. Also das war für mich ganz seltsam. Ich habe nochmal im Manual nachgeschaut von Animal Crossing und Tatsache, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, schon wieder. Es ist doch tatsächlich so, dass man die B-Taste drücken muss. Das ist irgendwie überraschend. Was heißt überraschend? Für euch wahrscheinlich nicht, weil ihr das wahrscheinlich wieder mal besser wusstet als ich und ich die ganze Zeit die falsche Taste zum Menü drücke. Ich drücke an sich die ganze Zeit die falschen Tasten. Naja, aber was soll's. Wir müssen zu Belle, um die Dingers auszuliefern, um das Möbelstück auszuliefern, was auch immer er sich bestellt hat. Vielleicht erfahren wir es ja, wenn wir es ihm liefern. Ich kann eigentlich auch mal rennen. Belle ist nicht zu Hause, hat aber ordentlich Blumen gepflanzt. Das ist gut. Da haben wir eine Riesenmotte. Ich hasse Riesenmotten. Und da ist Belle doch auch schon. Hey, Belle. Hey, Abend, na, wie geht, Quacken? Heutzutage wird jeder seinen großen Auftritt bekommen. Mir genügen schon große Muskeln. Haha, Quacken. Ja, Quacken, was willst du eigentlich? Lieferung. So, hier dann einmal, bitte hier unterzeichnen und hier, ja, und dann hier noch ein Autogramm, bitteschön. Oh ja, du bist der Neue. Der Neue? Ach so, der Neue bei Tom Nook wahrscheinlich. Der Neue, Cory. Du arbeitest Teilzeit bei Tom Nook, hm? Oh, ganz schlecht, Quarko. Ich wette, Tom Nook lässt dich jede Menge lahme Bodengänge erledigen, hm? Ich würde mit der Kumpel hier als Trostpflaster eine Kinderkommode. Oh, das ist aber lieb. Mit einer Royalkommode könnte ich zwar mehr anfangen, aber... Sag nicht, wir müssen uns ja gegenseitig den Rücken stärken. Frei halten, Quacko. Naja, ein Anfänger wie du sollte erstmal üben, wie man Möbel umstellt. Wenn du in deinem Zimmer bist, berühre dich mit dem Touchpen. So kannst du Objekte ergreifen. Nun kannst du das Objekt mit dem Touchpen in die gewünschte Richtung ziehen. Einfach ein großes Sofa durchs Zimmer zu ziehen, ist mein Lebenstraining. Lieblingstraining. Ja, ich denke, das genügt fürs Erste. Jawohl, du bist jetzt nicht mehr ganz so ahnungslos, Quacko. Ist ein bisschen anstrengend mit der Stimme zu reden, muss ich zugeben. Muss ich erstmal tierisch Luft holen hier jetzt, weil man die ganze Zeit irgendwie so den Mundeingang damit so ein bisschen versperrt. Und dann kann man nicht so gut atmen, zumal ich ja eh dieses Sprechen nicht gelernt habe. Also dieses Moderieren habe ich ja nirgendwo gelernt. Das heißt, an sich muss ich da immer irgendwie meinen Atem bekommen, wenn ich da dann die ganze Zeit erzähle. Das artet dann meistens darin aus, dass irgendwie ein lautes im Video ist. Naja, aber ich hoffe, das geht in Ordnung. So, Tom Nook, ich habe deinen ersten Auftrag erfüllt. Ein Robo-Fernseher ist ja cool. Ich komme zurück. Gratuliere zu deiner ersten erfolgreichen Lieferung. Du siehst zwar nicht so aus, aber du bist überraschend zuverlässig. Klar ist, wer seine Aufgaben erledigt, bekommt mehr zu tun. Ja, und wie? Deine nächste Aufgabe besteht darin, einen Kunden direkt anzuschreiben. Genauer gesagt, geht es um einen persönlichen Werbebrief. Er soll an meinen geschätzten Kunden Wazi gerichtet sein. Bedanke dich zunächst bei Wazi für seine Treue zu meinem Laden. Füge dann Informationen über unsere neuesten Sonderangebote an. Ja, benutze dazu dieses Briefpapier. Das kann ich machen. Briefe kannst du auf der Post im Postamt abschicken, im Rathaus abschicken. Es ist kinderleicht. Jetzt beeil dich, denk dran, ich akzeptiere nur gute Arbeit. Ja, keine Tippfehler. Ach, Tippfehler. Ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen. So, jetzt sitze ich auch endlich mal richtig. Ich konnte hier kaum über meinen Popschutz gucken. Haha, Popschutz, haha. Entschuldigung. Ich habe einen sehr kindlichen Humor manchmal, was einige Dinge angeht. Deswegen nicht wundern. Hallo, Zinnober? Nein, Zinnober.
Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Und ich drücke immer noch die falsche Taste. Okay, Linienpapier. Dann will ich doch mal einen Brief schreiben an Vazi. So, in diesem Brief steht, Hallo Vazi, das ist natürlich die beste Geschäftsbegrüßung, die man machen kann. Von Kuri. Nox. Kuri. So, wir gehören ja jetzt quasi Tom Nock. Wir haben ja mit unserem Haus, haben wir quasi eine Lebensschuld bei ihm. Haben wir uns eine Lebensschuld eingebrockt. Das heißt, unser Leben schulden wir jetzt ihm, dafür, dass er uns ein Haus gebaut hat. Jedenfalls. Kaufe doch für mich. Das ist der beste Werbebrief überhaupt. Kaufe doch, das habe ich immer gehasst hier, das mit dem Umschalten. Für mich. Hallo, ich kann nicht mit der Maus wirklich tippen. Ich hasse auch die Bildschirmtastatur. Den Fernseher, bitteschön. Das wäre äußerst lieb. Nock gibt mir nämlich kein Geld. Soweit. Nock gibt mir... Ich hasse es zu klicken. Gibt mir kein... Kein... Geld. Nein, nicht V. Und jetzt noch einen wunderbaren Smiley hinten anfügen. Der macht das Ganze umso besser. So, kaufe mir doch für mich den Fernseher. Nock gibt mir kein Geld. Von Nox Kori. Hallo, Vazi. So, okay. Ist das richtig? In der Tat ist das richtig. Haha, so. Und diesen Brief werden wir jetzt abschicken im Postamt. Das ist nämlich der richtige Ort für Briefe und ich hoffe auch, ich habe mich jetzt wieder ein paar Tage nicht rasiert, ich hoffe meine Bartstoppeln kratzen nicht so am Popschutz, weil er ist ein bisschen schräg, also er hängt ein bisschen schräg, er ist nicht ein bisschen schräg, also nicht ein bisschen verwirrt im Kopf, sondern er hängt ein bisschen schräg und da komme ich dann mit meinem Kinn eher dran als mit irgendeinem anderen Teil des Gesichts, also erst Kinn, dann Nase und Stirn ist weit davon entfernt. Ja, und da kann es sein, dass es hier und da dann mal so ein macht. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Und wenn überhaupt nur mit Kopfhörern kann es sein. Oder wenn ihr irgendeine HiFi-Anlage habt, dann natürlich auch. So, nehmen und den ganzen bitteschön verschicken. Da machen wir ja hier Werbung für Tom Nock. Also wirklich, dass er keine Werbung für sich selbst macht. Danke, möchtest du noch etwas verschicken? Nee, das war's, danke. Alles klar. Wir freuen uns darauf, dir erneut helfen zu können. Jojo, ist zufällig was im Mülleimer gerade vor? Nee, schade. Da will ich den Müll hier ausräubern und da ist da nichts drin. Das ist irgendwie, ja, bedauerlich. Und unser Kontostand sieht immer noch bedenkenswert leer aus. Nicht so schön und ich habe nicht mal eine Gießkanne, um die Blumen zu gießen. Und der Baum da hinten ist auch eingegangen. Es geht alles kaputt. Hey, Nock, ich hab alles gemacht, ja. Und ist er abgeschickt? Ja, ja, gut gemacht, gute Arbeit, sehr schön. Hast zwar etwas länger gebraucht als erwartet, aber immerhin. Die Bewohner von Azalea lieben Briefe. Wenn man keine verschickt, kommt man in dieser Stadt überhaupt nicht zurecht. Also dann, als nächstes lieferst du einen Teppich aus. Dieses Mal ein bisschen flotter, verstanden? Hm? Dieser Teppich soll zu Zenobi gebracht werden. Ah, Zenobi heißt die. Also los. Und denk ja nicht, dass du trödeln kannst. Ich behalte dich im Auge. Und halt nicht ständig auch ein Schwätzchen an. Hast du mich verstanden? Gut, dann lass mich wissen, sobald du damit fertig bist. Okay, zu Zenobi, einen schönen Teppich. Naja, das letzte Mal haben wir auch über einen Tag gebraucht. Ich habe am 18. aufgenommen, die erste Animal Crossing-Folge. Das heißt, wir haben doch ein wenig gebraucht, ehe wir den Teppich abgeliefert haben. Aber ich denke, das ist okay für ihn. So ein paar Tage muss man ja mit einem bedenken. Da ist Vazi. Zenobi war doch eben noch hier oben. Ich will eigentlich nicht rennen, weil ich Angst habe, dass ich dann in irgendwelche Blumen reinlaufe. Das ging schnell. Das ist schön. Dann brauche ich nur noch eine Schaufel und dann kann ich bald schon Kokosnuss anpflanzen. Ja, ja, ich habe die Kokosnuss geliebt.
Ja, die Kokosnuss, auch wenn sie ein bisschen eine komische Farbe für mich hatte, weil ich echt nur die braunen Kokosnüsse kann aus der Kindheit, aber macht ja nichts. So, der Baum hier, wie gesagt, eingegangen. Die anderen beiden sind gewachsen. Das ist doch ganz nett, nett. Die Blumen verwelken langsam wieder und manchmal hört man dann immer so meinen Controller einmal kurz aufklicken. So einmal kurz plinken und dann hört man, wie ich die Taste hämmere. Aber meist auch nur während ich rede, wobei, wenn ich mal leise bin, hört man auch. Ja, hört man auch. Ist wahrscheinlich einfach zu laut für das Noise Gate. Dass das da einfach nicht weggefiltert wird. Dieses Unkraut, ich war doch nur 3 Tage weg. Und schon ist alles voll mit Unkraut. Es ist so grässlich. Vielleicht ist sie im Museum, aber ich glaube eher weniger. Ich habe nicht mehr genügend Geld, um mir einen Kaffee zu kaufen. Es ist irgendwie schade. Ich würde mir gerne einen Kaffee kaufen. Ich mag den Typen. Wie heißt der Typ im... ich habe schon wieder vergessen, wie der Kellner da heißt. Der Besitzer des Cafés. Das weiß ich leider. Ah, Zenobi, da bist du ja. Meine Gebete wurden erhört. Hey, Zenobi. Hier. Sieh mal einer an. Bist du das, Kuri? Hey, ich freue mich schon, dich zu sehen. Aber es ist schon 21.41 Uhr. Dabei wollte ich heute so viel mit dir besprechen. Ich meckere jetzt einfach mal nicht. So, was kann ich für dich tun? Lieferung. So, dann einmal hier, bitte hier unterschreiben und dann hier noch ein Autogramm. Ja, und da unten da einmal anhaken und ja, okay, hier, bitteschön. Es schwirrt schon wieder eine Mücke um uns drum. Ah, endlich ist mein Teppich da. Ich habe so lange gewartet. Unglaublich, wie ein Teppich oder eine Tapete einen Raum aufwerten können. Es ist sehr wichtig, dass du das Haus in einem guten Zustand erhältst. Ich habe eine Idee. Tausch doch einfach den Teppich in deinem Haus aus. Wenn du keinen Teppich hast, nimm doch einfach diese Tonkachel. Kenne ich jetzt nicht, wie es aussieht. Mit Boden und Wänden kann man wirklich eine Menge anstellen. Sieh einfach immer wieder nach, was Tom noch gerade im Angebot hat. Er präsentiert nämlich jeden Tag ein neues Sortiment. Gehst du einmal nicht, verpasst du vielleicht einen Teppich oder eine Tapete. Oh, entschuldige. Ich habe dich aufgehalten. Du musst noch weiter arbeiten. Ja, leider. Ich darf ja nicht für einen Plausch. Flog der wirklich jetzt eine Mücke um mich herum oder hat Zenobi Flöhe? Ich glaube, es war wirklich eine Mücke, die um mich geflogen ist. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Kommt man hier überhaupt irgendwo runter? Ich glaube, ja, da unten kommt man runter. Dann ist ja gut, dann will ich da auch mal lang gehen. Und ich betone alles so seltsam. Habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, ach, jetzt bin ich schon wieder bei dem Thema. Habe ich mir irgendwann mal angeeignet, irgendwie alles so seltsam zu betonen, wenn ich irgendwie gerade was erzähle. Die anderen Leute, mit denen ich meistens rede, sehen das irgendwie ein bisschen seltsam. Aber egal, hey. Willkommen zurück, willkommen, gute Arbeit. Offenbar merkst du langsam, wo der Hase hier entlangläuft. Wenn du so weitermachst, biete ich dir vielleicht einen festen Job an. Als nächstes lieferst du eine Gießkanne an Wazi. Komm ja nicht auf falsche Ideen, zuliefernde Ware wird nicht selbst benutzt. Wenn du welke Blumen unbedingt gießen möchtest, tust du das gefälligst in deiner Freizeit mit einer eigenen Gießkanne. Ich habe ja nicht mal Geld, du hast auch keinem Angebot. Da das geklärt ist, möchte ich, dass du allen zeigst, wie du liefern kannst. Gib mir dann Bescheid, wenn das erledigt ist, hm? Ja, Mensch, das ist schon irgendwie ein bisschen tragisch. Ein wenig tragisch. Ich würde auch ganz gerne gucken, was die Designer im Angebot haben, aber ich muss ja leider hier gerade arbeiten und arbeiten und arbeiten. Ich komme ja nicht zur Ruhe hier. Ja toll, jetzt können wir wieder irgendjemanden in der Stadt hier suchen. Halt, da habe ich Unkraut gesehen. Und irgendwie hört man das Klicken des Controllers doch irgendwie recht stark. Doch hört man irgendwie ziemlich stark. Das ist dann immer so ein kleines Pong, Pong, Pong. Muss ich mal schauen, ob ich das dann noch mit Noise Gate rausfilter irgendwie. Ich glaube eher weniger, weil das Noise Gate müsste sich dann ziemlich aggressiv einsetzen. Und dann klingt die Stimme in der Regel abgehackt. Ich meine, bei dem Noise Gate, was ich benutze, in Audacity, da kann man ein Attack und Decay Time, also eine Angriffs- und Abklingzeit, ansetzen. Das heißt, man kann da einfach einen relativ hohen Wert, also bis zu maximal einer Sekunde kann man da anwählen. Das heißt, man kann einfach einen relativ hohen Wert
wählen und schwuppdiwupp hat man das Problem nicht, dass das dann so abgehackt klickt, weil man dann, ja, man braucht ja nicht sonderlich lange. Also wenn ich zum Beispiel sage, Wazi, da gehe ich ja mit der Stimme am Ende runter. Also ganz am Ende des Is. Also das I betone ich nochmal, aber ganz am, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Man geht mit der Lautstärke der Stimme ja ein bisschen runter. Und wenn man das Noise Gate zu harsch einsetzt und zu wenig Tag Time quasi, dann, na toll, eine Mücke hat mich gestochen, das juckt vielleicht, ah, ich hasse diese Mücken, ich hasse sie, dann, ja, ich spreche ja gleich mit Wazi, ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, egal. Hey, Cory, was treibst du denn noch so spät? Mach nur so weiter und du musst am nächsten Morgen dafür bezahlen, Gruppe. Also schön, was willst du von mir, Gruppe? Eine Lieferung. So, einmal hier bitteschön unterschreiben und dann bitteschön hier noch einmal Häkchen machen, ja, da noch ein Kreuz, da einmal Schlingel und da so. Hier bitteschön. Aha, da bist du ja, Gruppe. Dann kann ich nun endlich meine vertrockneten Blumen düngen. Übrigens, dieser Brief ist von dir, oder? In der Tat. Es war so witzig, ich habe nicht ein Wort verstanden. Nur ein Witz, Gruppe. Alle lieben es, Briefe zu bekommen. Wer einen bekommt, vergisst das nicht so schnell. Und wir teilen uns halt die Briefe gegenseitig nur so. Zum Spaß. Wenn ich irgendwann wegziehe, nehme ich die Briefe natürlich mit. Also schreibe besser keine fiesen Sachen, Gruppe. Das war immer der Burner. Dass die ja die Briefe, die man denen geschickt hat, einfach wenn man mit den Freunden einmal in der Stadt, also wenn der Freund einmal in der Stadt war oder man bei den Freunden in der Stadt war und die Briefe mitgenommen haben, das war immer sehr, sehr schön. Dass der andere dann immer die Briefe gelesen hat. Also ich fand das ein komisches Feature. Ich meine, ich war selbst nicht so betroffen, dass ich da irgendwie den Leuten jetzt meine endlose Liebe erklärt habe, weil das eher nicht der Fall war. Aber es wäre schon ein bisschen doof, wenn man irgendwas Komisches in den Brief schreibt und dann liest der andere, dass das ist eine doofe Situation, muss man zugeben. Und ja, deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück zu Tom Nock und hoffentlich bin ich jetzt endlich fertig mit meinem Job. Tom, ich bin fertig. Willkommen, du bist wirklich ein harter Arbeiter. Nun denn, als nächstes auf deinem Plan ist, ach ja, jetzt weiß ich's. Kennst du schon das schwarze Brett in der Nähe des Rathauses? Schreib auf diesem schwarzen Brett eine Werbung für meinen Laden. Oh, es muss nichts Besonderes sein, nur etwas Marketingmäßiges. Schreib etwas, das die Kinder von heute geil oder cool nennen würden. Eine Nachricht auf dem schwarzen Brett kann aber nicht mehr gelöscht werden. Es sollte also nicht allzu peinlich sein. Ich warte hier, beeil dich also. Gib mir Bescheid, sobald du das erledigt hast. Ja, das kann ich eigentlich rein theoretisch machen. Etwas, was die Kinder von heute als geil oder cool bezeichnen würden. Da fällt mir natürlich schon was ein. So, von Cory, das kann man leider nicht wegmachen. Da mache ich dann erstmal hier ein 2 runter. So, Nock hat Zweck. Natürlich, was auch sonst. Wo ist denn hier die Raute? Raute? Das gibt's nicht. Es gibt keine Raute. Oder? Nee, irgendwie nicht. Schade. Das ist ja ein bisschen blöd. Zweck. Das habe ich absichtlich so geschrieben. Zweck. Der. YOLO. Nese. Na toll. Der YOLO-Guy. So, das ist doch schön. Man sollte das übrigens nicht ernst nehmen, was ich hier manchmal mache, ne? Nur so als kleine Randinformation, ne? So ein Knockerzweck, der YOLO-Guy. Ich bin nicht so der YOLO-Typ, aber ich finde den Humor, den man damit macht, also den Humor, den man sich darüber macht, den finde ich ganz nett. Also mache ich den auch. So, bin ich schon wieder bei 20 Minuten. So, Nock, ich bin fertig.
Willkommen zurück. Ist dir etwas Gutes eingefallen? Gut, gut. Gut gemacht. Das heißt dann ja... Oh, das war's. Du bist fertig. Die ganze Arbeit, die sich bei mir aufgestaut hat, ist erledigt. Da ich nichts mehr habe, was ich dir aufdrücken kann... Ja, aufdrücken kann. Entlasse ich dich. Hm, wie bitte? Dein Kredit? Ach ja, natürlich. Musst du jeden einzelnen Sterni davon zurückzahlen. Wenn ich deinen Lohn 1400 Sterni abziehe, fehlen nur noch 18.400 Sterni. Wow, mein Lohn ist so viel. Das hätte ich in der Zeit wesentlich besser zusammensammeln können. Da ich keine Arbeit mehr für dich habe, musst du andere Verdienstwege finden. Du kannst zum Beispiel Dinge verkaufen, die du nicht mehr benötigst. Wende dich diesbezüglich ruhig an mich. Ich zahle Bisspreise. Du kannst aber auch Aufgaben für die Dorfbewohner erledigen. Wenn du ihnen ohne Murren hilfst, werden sie dich vielleicht belohnen. Ach ja, das Geld überweist du in deinem Rathaus auf mein Konto. Wenn du deinen Kredit abbezahlt hast, reden wir über den Umbau deines Hauses. Dein Haus ist ja jetzt sehr klein. Bestimmt hättest du gerne mehr Platz. Also, danke für deine Arbeit. Aber jetzt gibt's nicht mehr zu tun. Ich hoffe aber, dass du mir als Kunde dieses Ladens erhalten bleibst. Ja, ja. Ja, das bleibe ich in der Tat. Weil als Kunde hat man bei Tom Nook, Juhu, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit. Ich bin ein freier Mann, eigentlich ein Männlein, weil ich ja 17 Jahre alt bin und der Typ da auf dem Bildschirm ist auch nicht sicherlich sonderlich alt, aber ich bin ein freier Mann. Ja, auf einmal bin ich ein Mann. Ich werde männlich Früchte sammeln. Ja, diese Früchte, ich spüre ihre ich drück schon wieder die falsche Taste. Ich spüre ihre Süße. Aber ihre Süße kann mir nix. Ich bin hart wie Stein. Meine Geschmacksnerven sind so taub wie... eine Taube. Weiß ich nicht, mir fiel kein cooler Spruch ein. Ja, deswegen werde ich jetzt erstmal... Na gut, genug davon. Ich habe mich schon immer gefragt, warum da steht, ich bin ein freier Mann. Obwohl man ja eigentlich nicht wirklich ein Mann ist. Nicht so wirklich, vor allem die, die das spielen, sind ja in der Regel keine Männer. Oh, hallo. Das ist ja ein Zufall, dass wir den hier auch noch treffen. Mit einer Kokosnuss, also vorher eine Kokosnuss. Und das so, so hungrig, muss essen. Bauch so leer, wie ein schwarzes Loch. Er schreit nach Essen, werde gleich bewusstlos. Irgendwas, alles, bitte, ich brauche Essen. Okay, dann nimm mal hier. Ich habe ja eine tolle Birne, ich könnte ihm auch eine Kokosnuss geben, aber... Ich gebe ihm mal eine Birne, weil die Kokosnuss ist wertvoll. Ich bin wieder am Leben. Danke vielmals. Feines, feines Essen. Ich muss es essen. Lecker. So lecker. So satt und zufrieden. Danke für deine Hilfe. Bitte nimm dies. Es ist mein Lieblingsstück. Aber du musst eins von deines wegwerfen. Willst du es trotzdem? Oh ja. Dann entscheide dich, wohin es soll. Ja, ich denke mal, dass hier das Kleidungsdesign kann weg. Oh, so glücklich, so zufrieden. Hier das Blockoutfit. Oh, so voller Freude, so voller Bauch. Das ist doch schön, da haben wir gleich einen Kerl ein bisschen glücklicher gemacht. Einen Baum kann ich noch ernten. Und dann werde ich die Sachen erstmal bei Tom Nook verkaufen. Nachdem wir jetzt ein freier Mann sind. Und eigentlich ist meine Stimme, die ich versuche runterzusetzen, nicht sonderlich runtergesetzt, sondern hochgesetzt. Die kostet dann quasi anstatt 2,99 gleich 5,99. Weil ich erzähle natürlich irgendeinen Unsinn. Also runtergesetzt meine ich davon, dass sie tief ist. Finde ich. Willkommen, willkommen. Bitte sieh dich ruhig um. Lass dir Zeit. Kann ich gerne machen, aber ich würde gerne etwas verkaufen. Ja, und die zeige ich dir natürlich, die ich dir verkaufen möchte. Nummer 1 Outfit ziehe ich gleich wieder an. Dann ziehe ich erstmal die Birnen hier rein. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. Der Tonkachelboden. Ich glaube, der gefällt mir nicht, deswegen verkaufe ich ihn direkt auch. Und dann haben wir das soweit. Und das macht dann zusammen 1520 Sternis. Dann kann ich mir ja schon mal das leisten, was ich mir leisten möchte. Das war alles. Verstehe. Nun solltest du etwas benötigen, melde dich einfach bei mir. Ja, in der Tat. Ich benötige die Schaufel. Ach ja, das ist eine Schaufel. Sie kostet 500 Sterne. Ist ziemlich günstig, nicht? Möchtest du sie kaufen? Sicher. Vielen Dank. Ja, das macht genau 500 Sterne. Ich bin gut im Kopfrechnen. Hm?
So verwendest du die Schaufel, wähle sie zunächst in den Taschen, stell dich an die Stelle, an der du graben möchtest, tippe dann eine Figur an, ich habe Frisur gelesen, oder drücke den A-Knopf. Ist doch einfach, oder? Du kannst auch graben, indem du die gewünschte Stelle im Boden antippst. Wenn der Boden dort weich genug ist, kannst du ein Loch graben. An der Stelle, wo Items versteckt sind, sieht der Boden etwas anders aus. Also halt die Augen nach seltsamen Stellen offen, hm? Ja, und das erzählt er uns jetzt leider jedes Mal. Ach ja, das ist eine Angel. Sie kostet 500 Sterne, ist ziemlich günstig, nicht? Möchtest du sie kaufen? Sicher dort. Vielen Dank. Ja, das macht genau 500 Sterne. Ich bin gut im Kopfrechnen, hm? So verwendest du die Angel. Nimm sie zunächst aus deinen Taschen, hm? Stell dich ans Wasser, drücke die A-Taste oder tippe dich selbst an. Du kannst auch den anvisierten Fisch antippen, um die Angel auszuwerfen. Zieh sie hoch, sobald der Schwimmer eintaucht. Dann hat sie hat etwas angebissen. Aber ja, nicht zögern, sonst kommt der Fisch mit dem Köder. Wir kaufen dir alle Fische ab. Du weißt also, an wen du dich wenden kannst, hm? In der Tat. Du bist auch, glaube ich, der Einzige, der die Fische abkauft. Mal sehen, wie viel kostet der Teppich hier. Küchenfliese. Nee, das ist ja gar nichts für mich. Nee. Nee, danke. Ich hätte vielleicht nur gerne irgendwie eine andere Wand oder so. Oder irgendwie mal sowas. Dekoartikel, einen Stuhl oder so. Luxuswand. 1050 Sternis. Bitte zeigen. Nee, das sieht irgendwie so aus wie das Knusperhaus. Und das, also für mich ist das nicht so Luxuswand. Für mich ist das, wie gesagt, eher so ein bisschen Knusperwand. Ich würde mir gerne deine anderen Waren ansehen, aber dazu habe ich jetzt leider keine Zeit. Deswegen gehe ich. Danke für deinen Besuch. Beere uns bald wieder. Wir würden uns freuen. Ich würde mich auch freuen. 26 Minuten schon wieder. Himmel, Herrgott, das geht hier so schnell um. Ich habe doch kaum was gemacht. Ich möchte nur noch kurz bei den Designern vorbeischneien. Und dann werde ich die Folge auch schon beenden. Hey, willkommen. Willkommen bei den Modeschneiderinnen Tina und Sina. Hier kannst auch du Modedesigner werden. Das ist schön. Oh ja, das hier brauche ich unbedingt. Das hier brauche ich unbedingt. Das ist super. Naja, so ein Regenbogenshirt wäre vielleicht ein bisschen strange. Und ansonsten muss ich erstmal hier mein Nummer 1 Outfit wieder anziehen und nicht mehr das Tom Nook Outfit behalten. Und dann pflanze ich nochmal ganz kurz die Kokosnüsse an. Und ja, Frisur können wir ja momentan noch nichts machen. Okay, ciao. Vielen, vielen Dank. Besuch uns bald wieder, okay? Kann ich gerne machen. Ihr seid ja schließlich liebe beiden. Und dann gehe ich gleich auch noch in das Café. Das mache ich, glaube ich, bei jeder Aufnahme. Ja, das mache ich bei jeder Aufnahme. Da gehe ich ins Café. Das wäre doch schön. Das hat irgendwie was, ja, etwas Erinnerungsbehaftetes, dieses Café, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ich glaube, das ist ein bisschen zu nah, deswegen hier. Das ist ein bisschen zu weit weg. Deswegen, komm schon. Na toll. Naja, aber besser als gar nichts. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Okay, dann hier einmal, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss? Vergraben. Ich hab's. Und dann einmal noch ins Museum, dass ich da dann Hallo zu, ich habe immer noch den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Taubenschlag heißt auf jeden Fall das Café, aber, wie der Typ heißt, weiß ich gerade echt nicht. Naja, muss ich mal schauen. So, hallo Museum. Wie geht es dir? Der quatscht uns Gott sei Dank nicht zu. Das ist doch äußerst angenehm. Oder kommt jetzt wieder der Soundpack? Hallo mein Freund. Ich möchte gerne einen Kaffee. Kofi heißt er genau. Der Kaffee erscheint mit 200 Sternis pro Tasse. Vielleicht etwas teuer, ist das aber auf jeden Fall wert. Einen bitte. Danke. Ach ja, ein leckerer Kaffee am Abend, damit ich auch bloß nicht einschlafen kann. Aber so ein schöner Kaffee ist doch toll. Aber ich mag Kaffee nur mit Milch und Zucker. Nur dann, bevor es kalt wird, eine frisch gebrühte Tasse. Zum Wohl. Danke sehr. So. Oha, geht glatt hinunter mit einem angenehmen, reinen Nachgeschmack. Ja, ja, das ist Kofis Kaffeemischung. Was erwartet man auch anderes? Danke. Ist ein bisschen zurückhaltend, der Kerl. An unserer Spezialmischung interessiert? Achso, er sagt nichts anderes. Schade. Oh,
Es schlägt gerade 22 Uhr schon. Das ging jetzt schnell. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich speichere natürlich hier wieder. Nein, ich speichere. So, speichern und Ende. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr findet auch weiterhin Gefallen an diesem Projekt. Es ist halt irgendwie nicht so das Story-haltigste. Also, Story ist hier gänzlich nicht vorhanden. Aber, ja, vielleicht schaut ja mir einer vielleicht einfach so einfach gerne zu. Das ist halt das, was ich mir vom Let's Playen am meisten wünsche. Und, dann heute, jo, bis dahin.